Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der Film Aladdin ist ganz klar einer meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit und ich habe mich wahnsinnig gefreut, als es hieß, dass er auf DVD erscheinen wird. Also zu dem Film an sich brauche ich ja nichts sagen, da sind 5 Sterne noch zu wenig, mir geht es eher um den Aufbau und den Vertrieb der DVD. Zum einen empfinde ich es als unnötig, dass einzelne Textzeilen einfach mal geändert wurden, aus welchen Gründen auch immer. Im Internet heißt es, um den Film kinderfreundlicher zu machen. Was nicht heißen soll, dass die VHS-Version gefährlich für Kinder war oder einen schlechten Einfluss auf sie hatte, sondern einfach nur, damit die Kinder manches leichter verstehen. Hier kann man die Änderungen gerne nachlesen. Natürlich sind das nur Kleinigkeiten, es ist nicht so gravierend wie zum Beispiel bei Ariel, wo die ganze Synchronisation einfach mal über den Haufen geworfen wurde. Aber wenn man sich als Erwachsener einen seiner Kindheitsfilme anschauen möchte, und immer noch jede Zeile mitsprechen bzw. mitsingen kann, dann missfällt es einem doch ein wenig, dass man den Text ganz anders in Erinnerung hat. Ich verstehe den Sinn dahinter einfach nicht. Ich meine, wofür hat man Eltern? Wenn man als Kind ein Wort oder gar einen ganzen Satz nicht versteht, dann fragt man doch einfach nach. Wenn es denn wirklich daran gelegen hat, dass der Text geändert wurde. So, zum anderen finde ich, wenn man es schon Special Collection schimpft, dann sollte diese auch speziell sein. Es gibt kaum Extras. Es gibt nicht mal eine gescheite Werbung für andere Disney-Filme. Und was mich auch stört, kein Wendecover. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.